die in Fort Benning in den Vereinigten Staaten geprüft wurde. Aber jetzt kommt etwas sehr Merkwürdiges. Noch bevor diese Waffe in Serienfabrikation gegeben werden konnte, verschwand das Modell des Gewehrs. Gestohlen. Der amerikanische Militärgeheimdienst fand den Dieb, einen amerikanischen Soldaten in Deutschland in einem verlassenen Bunker mit durchschnittener Kehle. Grauenhaft verstümmelt, offensichtlich gefoltert. Von dem Modell der Waffe natürlich keine Spur. Wann war denn das? Vor etwa einem Jahr. Ohne Zweifel verursachte dieses Stahlnadelgewehr jetzt den Tod Barthas. Ich weiß nicht, diese ganze Mordgeschichte Bartha erinnert mich an etwas, das schon sehr lange zurückliegt. Sagen Sie, meine Herren, sagt Ihnen der Name Doktor Mabuse etwas? Nein. Ein Genie des Verbrechens. Er wollte durch Terrorakte die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen, dadurch das Gefüge des Staates zum Einsturz bringen und dann eine fantastische Herrschaft des Verbrechens errichten. Er endete im Irrenhaus, wo er dann noch so eine Art Testament schrieb, Anleitungen zu Verbrechen, die er plante. 1932 starb er dann im Wahnsinn. Aber wenn man einmal mit richtigen, schweren Jungs noch so aus der alten Zeit spricht, die sagen alle, der Dr. Mabuse ist nicht tot, der kann gar nicht sterben. Ammenmärchen. Wie kommen Sie eigentlich auf diesen, wie war doch der Name? Mabuse, Dr. Mabuse. Ich war damals junger Assistent in der Mordkommission am Alex. Und da hatten wir einen ganz ähnlichen Fall. Auch da wurde ein Mann am Steuer seines Wagens von einem anderen Auto aus erschossen. Der Fall Bartha erscheint mir wie eine exakte Kopie der Methoden des Dr. Mabuse. Sie sagten doch, der lebt nicht mehr. Tja, ich habe ihn zwar selber tot gesehen, aber... Wieso hat man eigentlich nie was davon gehört? Der Fall ging nicht in die Kriminalgeschichte ein, denn da kam gerade Hitler und der braune Spuk. Aber es müssen doch Akten über den Fall Mabuse existieren.